nun spielen wir mal wieder ein Spiel der Rift-Version auf Oculus PC-Version sozusagen. Und zwar, wir spielen das Spiel Überläufer. Ich habe noch überhaupt keine Ahnung, um was es da geht. Ich habe einen kostenlosen Zugang gekriegt vom Spielentwickler, aber es schaut schon einmal irrsinnig cool aus, muss ich sagen. Also mir gefällt der Trailer da oben schon einmal ziemlich gut. Ich glaube, es ist sogar in Deutsch, aber das werden wir eh gleich sehen. Kostet 15 Euro oder 16 Euro. Wie gesagt, ich habe einen kostenlosen Zugang gekriegt, deswegen probieren wir das Spiel einfach mal aus. Schaut halt aus wie irgendein so ein normaler Shooter in der Kriegszeit und so weiter und so fort. Und ich bin echt schon sehr, sehr neugierig. Auf jeden Fall muss man da wieder die Leute verstecken. German Fleet. Naja, also ich hoffe jetzt auf jeden Fall, dass es in Deutsch ist. Ich habe es noch gar nicht wirklich jetzt nachgeschaut. Gut, wir schauen uns das Spiel jetzt einmal an. Das Spiel Überläufer direkt über die Oculus Quest 2 per Virtual Desktop. Und schauen wir uns das einmal an. Passt. Ab ins Spiel, los geht's. So, wir sind mal im Spiel Überläufer. Schaut einmal okay jetzt aus. Also jetzt keine schöne, wunderschöne Auflösung, aber es funktioniert einmal. Was ist der Schnitzel? Schnitzel does not less crying in the starting area. Das heißt, es gibt in der Startarena keine Schnitzel. Jetzt schauen wir mal zuerst schnell, ob wir da natürlich einmal irgendeine deutsche Sprache kriegen. Grafik. Hier machen wir alles auf Full. Sound Gameplay. Oh, German. Es ist zwar ein Haus in Englisch, aber ich glaube, die reden jetzt wenigstens Deutsch. Controls ist mir eigentlich wurscht. Resume Game. Game Info Statistics, das ist mir eigentlich alles egal. Ich will einfach nur spielen. Schauen wir mal, was jetzt kommt. Aha, jetzt kommt was. So, angeblich ist die Spielsprache jetzt in Deutsch. Schauen wir mal. PS, ich habe meinen Computer ein bisschen aufgerüstet. Ich habe jetzt eine RTX 3070 Ti drinnen und bin vom Ryzen 5 auf einen Ryzen 7 gewechselt. Read the book at the table. Dein mutiger Widerstand gegen die Arena der Nazis ist nicht unbemerkt geblieben. Wir sind wie du, eine Gruppe Deutscher, die dieses Regime verabscheut. Cool, es ist in Deutsch. Das sind die Waffen, dann das, die Kohle. Na, das muss man schon lassen. Ma, da ist ja der Baubi drin. Das Dog, ja, genau. Hallo, Hexi! Hallo, komm her! Komm mal Schloss aufmachen. Oh, habe ich keinen Schlüssel. Sonst darf ich die gleich mitnehmen. Das Spiel ist original in Deutsch, habe ich erfreut. So, da sind scheinbar irgendwelche Sachen, die man mit der Zeit kriegt. Das tut mir leid, ich habe für die keinen Schlüssel. Das ist ja keiner. Ah, das ist ja Waffen! Muss ich da irgendwas laden? Noch? Nein, die geht von selber. Kann ich die irgendwo anstecken? Auch nicht. Ist ja wurscht, ich geh mal los. Oh, was war denn das jetzt? Da war geschossen auf mich. Nein, da ist da irgendwas. Irgendwas hat es da zerrissen. So, Waffen schaut cool aus. Da ist auf jeden Fall noch nichts. Keine Ahnung, was das jetzt war. Apparaten laufen um. So, rechts, links. Der Fuchs schießt nicht schwer gegangen. So, mein Waffen ist leer, das ist nicht gut.
du keine Waffen für mich? Halt! Das schaut irgendwie witzig aus. Ich kann mal kloppen. Ah, super, jetzt habe ich schon wieder mehr Waffen, aber der hat auf jeden Fall nichts zum Mitnehmen. Aha. Chest. Die ist jetzt noch runtergefallen, jetzt finde ich sie sicher nicht mehr. Wo ist meine Waffe hin? Da. Bläst du ja Chest? Warte, haben wir es in der Chest jetzt? An. Da? Nein. Zum Beispiel, die brauchen wir Munition. Was? Das Tor ist locked. Okay. Okay, to enter this can be found some guards. Okay. Also irgendeiner von diesen Wochen hat dann wahrscheinlich den Schlüssel, damit ich da reinkomme. Aber. Ne. Was ist denn das? Na super, Silberschlüssel. Probieren wir mal, ob der da passt. Der passt nicht so. Jetzt muss ich echt einmal schauen, wie man das jetzt mitnimmt. Drop behind back. Drop behind your back. Also die Waffen hat er weggeschmissen. Die Waffen kann ich nicht. To your chest. Ich bin jetzt echt schon ganz depp am Neck. Aha, in den Nacken. Wo ist die Waffen jetzt? Da geht wer. Super, jetzt läuft eine Sirene. Ich habe keine Waffen. Ich kann maximal boxen. Aber es macht schon Spaß. Wow, da draußen herrscht richtig. Eine Schießerei. So, es hilft nichts. Ich brauche irgendwas. Ich brauche eine Waffe oder sonst irgendwas. Es ist ganz schlecht, wenn man nichts hat. Jetzt schwer, ob ich schon war, oder? Ja, immerhin habe ich so einen Schlafraum. Ja, halt war das ein Tick. Okay, das heißt, immer wenn der Schuss noch wird man da reinstopfen. So, mach auf den Krempel. Geld. Geld, ich nehme es einmal mit. Ich weiß nur noch immer nicht. Das jetzt gefunden. So, das ist jetzt echt eine gute Frage, wo ich das jetzt gefunden habe. Aber ich habe noch immer keine Waffen. Keine Waffen, keine Waffen. Shit. Ganz schlecht. Komm her. Den nehme ich jetzt mit, den schmeißen wir jetzt da rein. Hopp. Hopp. Na, voll rein da. Und? Ja, aber wie willst du den da reinkriegen? Der fällt ja nicht rein. Ah, jetzt aber, oder? Cool, er platscht sogar da unten. So, damit ist der mal weg. Echt ein großes Problem. Okay, jetzt geht der einfach da um. Jetzt gehen wir nur noch da auf und ich habe nichts mehr mit. Ich habe keine Waffen. Ich schaue gerade ein bisschen. Also da kann ich nichts machen. So. Kästen.
Münzen. So, ich muss den Radio schalten, die Musik verkauft ja gar nicht. So. Also, bin nicht Raucher. Ja, super, du. Stehen bleiben oder ich schieße, ich habe Waffen. Wenn wir eine Faust machen, werden wir ein paar auf die Nasen haben, wenn er kommt. Huah, der schießt wirklich. Aber schon hat er gleich wieder andere vorher. Boah. Aber der hat ja nichts für mich. Du kannst wussten, nur der Waffen jetzt verloren. Searching Enemy. Ah, okay. Found Lint. Was ist denn ein Lint? Du kommst da mal mit. Dann können wir die mal da hinten einer verstecken, wenigstens. So, was ist jetzt die Lint? Und wie komme ich in mein Inventory? Oh, meine Waffe ist da. Also meine Waffe kriege ich, wenn ich mal an den Nacken greife, okay? Da. Hinter mir ist nichts. So. Was nutzt mir alles zum nichts, wenn ich keine Waffen habe? Da war ich noch nicht. Okay, da ist aber soweit nichts, dann schauen wir mal. Der Schlüssel hat einer gepasst, aber damit habe ich sicher das Falsche aufgemacht, weil da ist nichts herin. Da gemacht Uhr, aber da ist auch nichts drin. Da war eine Kiste gewesen, haha. Ah, die ist ja offen. Aber da sind immer noch diese doofen Münzen drin, wo ich noch nicht weiß, für was die sind. Da ist schon wieder. So. Suchen wir den wieder einmal. Ja? Silberkies. Das war's nicht. Was D-Tasten, D-Tasten, D-Tasten. Ich habe nicht überrissen, wie ich in mein Inventory komme. Ja, das sollte man halt die Leih. Ah, ich glaube, jetzt weiß ich, was ich habe. Ich habe den Schlüssel für den Medizinkasten dort. Hätte ich jetzt einmal gesagt, vom Gefühl her. Das war. Ich bin ja so gut. Von da bin ich gekommen, dann war der Medizinschrank da oben. Ich glaube, dass ich da jetzt den Schlüssel habe, den passenden. Ja, ich habe ja einen Schlüssel, aber ich weiß nicht, wo ich ihn finde. Ja, den haben wir ja wohl gefunden, den Schlüssel. Problem ist ja, hat den anderen in den Brunnen geschmissen. Shit. Problem ist ja jetzt eher,
So, es hilft ja nichts. Ich muss irgendwie. Muss irgendwie mein Inventory aufkriegen. Aber wie? Früher habe ich es gerade gehabt. Da kriege ich nur die Waffen. Da war es doch kurz, oder? Ha? Coins. Ich muss das irgendwie so speziell dran und okay, nach unten dran und tauche das auf. Einfach so gerade dran. Dann kann man in das Buch schauen. Okay. Okay, ich soll auf jeden Fall, das ist ja cool, da sind die Aufträge halbwegs drin. Schrift ist, muss ich sagen, ist wirklich sehr schön und sehr klar. Ich muss ein Foto machen von einem Wachbeamten. Und ich brauche einen Schlüssel. Ich weiß nicht, woher ich einen Schlüssel nehmen soll. Ich gehe davon aus, dass die Gegner weg sind. Wo bin ich da? Den habe ich ja irgendwo liegen lassen früher. Wo bin ich jetzt wieder hingetan? Hoppala, mit der Ade hingemacht. Man könnte wenigstens auch Flaschen mitnehmen und den anderen drüber ziehen. Da ist auch eine, ich weiß jetzt nicht mehr, wo ich den hingetan habe, ist der von automatisch verschwunden. Oder war da gar kein Gegner, kann auch sein. Ich schaue da trotzdem nochmal rein. Wahrscheinlich ist das jetzt auch offen. Aber bringt man das überhaupt? Da ist ja nichts drin. Nein, ich halte mal den Schlüssel noch. Da ist ja nichts. Da ist ja nichts drin. Okay, also die Schlüssel sperrt der Schemper, wenn dann kriegt das die automatisch auf. So wie mir das Spiel wohl auch taugt. Ich mag es noch nicht, wenn ich noch gar nichts mehr finde. Okay, den Infrared, ja. Ja. Okay. Das könnte die Energie da unten sein. Energie. Schnell schauen, wo ich da noch nicht war. Das haben wir auch schon alles abgekleppert. Da habe ich leider einen Infrared, da hat er drei Risten da runtergeschmissen. So, jetzt stehe ich ja irgendwie ein bisschen an bei dem Spiel. Ich glaube, Gegner gibt es jetzt kaum mehr, weil drei waren bis jetzt. Und die drei haben wir ja erledigt. Problem ist ja leider, aber da ist noch ein Tier. Ah, war ich da noch nicht? War ich da wirklich noch nicht? Nein, da ist man nicht. Hä, wo war denn das jetzt? Militärmagazin. So, da drin ist nichts. Da ist wieder so eine Truhe mit diesen Münzen. Die schmeißen wir wieder hinter den Rücken. Aber da ist leider auch nichts herin, dass ihr weiterkommen könnt. Außer viele Münzen. Da ist nichts. Könnt ihr zwar aufsperren, aber. Halt! Ah! Muss ich das erst rausnehmen, oder wie? Deutsch. So, also da sind zwischen noch immer solche Münzen versteckt. Aber ich komme nicht weiter.
komme nicht weiter. Da war ich wahrscheinlich auch schon drin, gell? Da hustet wer? Das gibt's ja gar nicht. Das kann nicht sein, dass ich jetzt auf einmal. Ups. Ich bin gerade in eine Falle gefallen. Aber vielleicht geht es jetzt wenigstens weiter. Oh, coole Melodie. Ich weiß noch nicht mal, wie ich da jetzt hinkommen bin, wo ich jetzt hinkommen bin. So, noch einmal. Dein mutiger Widerstand gegen die Agenda der Nazis ist nicht unbemerkt geblieben. Wir sind wie du eine Gruppe Deutscher, die dieses Regime verabscheuen und sich nach einem Ende dieses Terrors sehnen. Wir haben deine Zelle geöffnet und dir diese Waffe hinterlassen. Verliere sie nicht. Es war die beste, die wir mit der SS auf unseren Fersen finden konnten. Kugeln sind im Schloss Kerkara, also benutze sie sparsam. Wenn möglich, überwältige die Wachen von hinten. Je mehr Lärm du machst, desto wahrscheinlicher ist es, dass du die Aufmerksamkeit der Gestapo auf dich ziehst. Wir brauchen dringend deine Hilfe bei der Suche einer Reihe von Gegenständen, die dem Widerstand helfen werden. Suche überall. Viel Glück. Okay. So können wir es aus, oder? Also wir sollen ganz leise sein beim Erledigen der Gegner. Wieder nicht überrissen, was da geplatzt ist. So, da früher war ja der Typ da dort. Da kommt er jetzt gleich wieder, da kommt er gerade. Dann werden wir den ganz. Ne? Corona. Den habe ich nämlich früher nicht untersucht. Fantasie-Cola. Na super. Ah, die können wir auch alle verstauen. Sehr gut. Oh, da ist ein Schlüssel drin. So, haben sich da jetzt die Räume geändert oder so irgendwas? Weil den will ich ja gar nicht aufsperren, weil da ist nichts drin. So, ist da irgendwo Munition? Keine Ahnung, was das ist. Wir schalten mal alles um. Vorsicht, Hochspannung und Lebensgefahr. Wir schalten mal das aus. Oh je. Alarm, ein Gefangener ist in unserem Bereich. Bei Sichtung abschießen. Scheiße. Den heute ist es. Nothing found, der Hund hat nichts bei sich. Gibt sowas. Also, hä?
sind jetzt echt die Räume anders. Und so lange stirbt man nicht gleich, wenn man runterfällt. Ah, da sind die ja voll leer. Okay, das habe ich früher nicht gesehen. Noch nicht, wo die Münzen brauchen wir. Also es macht definitiv vom Spül her sehr viel Spaß. Das kann ich schon mal sagen. Was ich noch sagen kann ist, das Level ändert sich. Das Level ändert sich. Der schaut gerade her. Der ist auch krank. Jetzt sind alle Corona-positiv in dem Spiel. Ist ja lustig, gell? Jetzt schaut er nämlich ganz anders aus, als wie wenn ich ihn erschossen habe. So, Silberkies. Ja, also ich glaube, ich habe schon einmal einen guten ersten Eindruck, habe ich ja schon einmal. Das ist ein bisschen schwieriger, da muss den Schlüssel 15 Mal dran. Aber irgendwann geht es auf. So ganz genau weiß ich es noch immer nicht, aber man muss auf jeden Fall da diese ganzen Münzen glauben. Was ich relativ witzig finde, ist, also ein bisschen hin und her dran, dann geht's schon. Man muss diese ganzen Münzen einklauben. Munition habe ich noch keine gefunden, wie man durch das Spiel durchkommt. Die Wochen verstecken. Wieder vergessen am Boden schauen, weil wir sind auf jeden Fall der Überläufer. Und ist ja schon wieder wer. Oh, wo war denn das? Das ist meine Energie, ich glaube, das ist der kleine Strafen da. Oh, jetzt bin ich tot. Okay, noch einmal mag ich jetzt nicht. Aber was gibt es zum Sorgen? Irgendwie ist es nicht schlecht. Ich habe es noch nicht ganz genau überrissen, was wir jetzt wirklich genau alles machen müssen. Münzen klauben und so weiter und so fort. Das Deutsche macht irgendwie Spaß. So, Knockout, Secret Voice. Ich schaue nur noch. Münzen klauben. Dann wie viel man besiegt hat, versteckte Wände und so weiter. Prisoner Sample gibt es da, Gefangene auch noch. Und Surrender Successful. Okay, also wir müssen auf jeden Fall im Prinzip sein, muss da einfach nur durchkommen und irgendwo ist der Ausgang. Und das ändert sich jedes Mal das Level. Also schlecht finde ich es jetzt nicht. Ich muss das dann später jetzt nochmal probieren. Aber
ganz wichtig einmal für mich, dass ihr da mal einen ersten Eindruck habt. Also ich glaube, das Spiel ist nicht so schlecht. Aber ich muss das noch mal testen. Perfekt, danke. Gehen wir mal auf zum Fazit. So, das war jetzt einmal eine Testrunde Überläufer. Und ich muss wirklich sagen, es war nicht so schlecht. Also ich schön langsam verstehe das Spielprinzip. Ich habe es mir jetzt gerade einmal durchgelesen. Also man muss wirklich sich da durchschwindeln. Also eine Art Escape Room, sage ich jetzt einmal, mit Gegner und so weiter. Das heißt Schlüssel finden, Munition irgendwo einmal finden. Die habe ich noch nicht gefunden. Waffen verstecken, die Leute, wenn man geht, überraschen. Und irgendwann kommt man aus diesem Gefängnis oder aus dem Dings raus und dann ist man escaped. Und dann kommt man ins nächste Level. Aber jetzt habe ich es eigentlich verstanden. Ich muss sagen, grafisch geht's, ist voll okay. Ja, spielspaßmäßig eben, das ist eine ziemlich coole Atmosphäre, finde ich. Das heißt, wenn man dort drin durchgeht, die Musik und so, die deutsche Musik ist recht hoch, irgendwie so ein bisschen gruselig fast. Ja. Aber am Anfang des Buches, man soll ein bisschen durchschauen, Erklärungen. Das meiste ist dann eh in Deutsch, aber leider ist halt alles andere in Englisch. So wie ich jetzt nicht draufgekommen bin, wo ist jetzt mein Neck und so weiter. Natürlich der Nacken hinten rein. Deswegen habe ich dann gewusst, wo ich jetzt an die Waffen hin verstecken muss. Ist äußerst blöd. Weil normal steckt man die Waffen an den Gurt oder sonst wohin. So wie bei den anderen Spielen. Nein, aber im Insgesamt muss ich sagen, so als guter erster Eindruck. Es ist, glaube ich, zum Kaufen für diese 15, 16 Euro ist auf jeden Fall okay. Ist sicher ein spaßiges Spiel noch. Ich werde es dann später einmal, wenn ich kein Video mache, einmal das noch einmal ausprobieren, dass ich das in Ruhe noch einmal probieren kann. Vielleicht mache ich ein zweites Video oder auch nicht. Schauen wir mal. Auf jeden Fall, so schlecht habe ich das Spiel jetzt nicht gefunden. Gut, passt. Das war's von mir. Ciao, ab zum nächsten Video.